herzliches Danke, dass ihr ohne zu uns seid. Und ein Danke an jeden Einzelnen, der Sonntag für Sonntag da mitgeht, der am Donnerstag in Haag spazieren geht, der einmal nach Wels fährt und dort unterstützt, der nach Wien fährt. Und. Also es ist einfach mega wichtig, dass wir Gesicht zeigen. Egal wo, egal wie.
großes Danke natürlich auch an die Polizei, die heute wieder super großartige Arbeit geleistet hat, die geschaut hat, dass das mit dem Verkehr gut klappt und dass wir sicher und wohlbehalten wieder zurück hier ankommen. Danke dafür. Bernd, es ist wieder soweit. Wieder ein Sonntag. Und noch dazu ein Ostersonntag. Und trotzdem sind unzählige Menschen wiederum nach Steyr gekommen, um dieses fantastische Freiheitserleben auf der Straße zumindest ja, zu empfinden. Wie geht's dir? Wie geht's dir heute und was ist der Status quo? Ja, heute geht's mir gut, weil trotz Ostern natürlich wieder viele für die Freiheit Grundrechte auf der Straße waren. Wir haben super viel Besuch von hier natürlich von außerhalb gehabt. Und ja, für Ostern war das gewaltig. Das Bewusstsein in der Bevölkerung ist einfach so stark mittlerweile, dass Widerstand keinen Feiertag kennt. Ja, zu Ostern sind wir auf der Straße. Und ja, während die anderen Ostereier suchen, brauchen sie nicht suchen, weil wir haben es nie verloren. Ja. Wir haben die Eier, wir sind auf der Straße und wir werden nicht aufgeben, bis dieser Irrsinn ein Ende hat. Genau. Bis die Gesetze wieder in den ursprünglichen Zustand sind, bis die Politiker, die Korruption, bis alles aufgedeckt ist, lückenlos und vorher geben wir nicht auf. Vollkommen richtig. Und neben dir steht ebenso ein Unbeugsamer. Ja. Unser Janis, der heute mit Larissa ebenso nach Steyr gekommen ist. Jani, willst du nicht auch ein paar Worte zu diesem fantastischen Spaziergang der Freiheit zu uns sagen? Ja, Freunde, kommt ja aus eurer Köpfe raus, geht in euren Körper. Verbindet euch mit euren Herzen und lasst euch nicht aufhalten. Wir sind hier zum Leben gekommen und wir werden das machen. Wir leben 2 Jahre besachwaltet, die versuchen uns zu erziehen, aber das wird ihnen nicht gelingen. Bleibt heiter und zeigt Gesicht. Danke, danke euch beiden.